Hallo und willkommen zurück in Minecraft. Ich bin gerade nicht ganz geistig da. Ich komme nämlich gerade von einem ASMR-Video. Also nicht selber machen, nur selber hören. Und bin jetzt sehr, sehr, sehr entspannt. Und ich möchte diesen Zustand eine Weile behalten. Hatte aber trotzdem wahnsinnig Lust, mich hier noch ein bisschen was zu machen. Weil es gab ja keine Nichtaufnahmen jetzt mit Folgen. Sucht und Minecraft und ganz schlimm und deshalb hier. Deshalb gab es die letzte Folge auch am Samstag und nicht erst am Dienstag. Weil ich einfach ein bisschen mehr spielen wollte und ich meine, natürlich könnte ich ganz viel spielen, das aufnehmen und dann irgendwann hochladen, aber das ist ja dann doof, wenn so ein Video dann schon ein Monat alt ist oder so. Ist überhaupt noch nicht passiert, nö. Jedenfalls bekommt ihr, also habt ihr, wie auch immer. Ihr habt ein Video bekommen am Samstag, weil das müsst ihr dann, also heute, wenn ihr das hier anschaut, müsste Dienstag sein, in der Theorie. Ich habe, glaube ich, im Keller noch etwas Holzkohle gebrutzelt. Ja, tada, es funktioniert. Das ist so schön, wenn was funktioniert und der automatische Ofen funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Ich bin wirklich... ich mag ja nicht alles bei ASMR oder wie ich es nenne, ASMR. Aber so Mic Brushing, da brauche ich nur ein paar Sekunden reinhören und dann bin ich sowas von entspannt. Okay, da brutzelt es jetzt erstmal noch. Leder, Holz. Was könnte ich in der Zwischenzeit machen? Ich könnte da unten noch ein bisschen weiter buddeln. Allerdings mit der Schaufel wird nicht viel gebuddelt. Da brauche ich noch eine. So. Und wenn wir dann den Keller haben, dann packe ich da ein paar Drawer rein und dann wird aufgeräumt. Dann wird aufgeräumt wird dann. Lasst mich kurz überlegen. Da ging es theoretisch runter. Das wäre dann auch quasi die Begrenzung hier an der Wand. Das muss ich jetzt nur finden. So weit dürfte das... Oh, ja, verstehe ich. Ah, ja. Okay. Das ist jetzt natürlich nicht schön, dass... Wie habe ich das gelöst? Wie habe ich das gelöst? Lasst mich kurz überlegen. Ich glaube, ich habe hier einfach schon die Wand runtergezogen. Genau. Der Block muss ja bleiben. Echt jetzt? Also ich wundere mich gerade so, weil das eigentlich alles sehr genau gepasst hat. Aber die Erde hier, die ist... vielleicht hatte ich... Nee, ein Half-Slab würde aber auch nichts dran ändern. Egal, wir schauen mal, wie wir hinkommen. Wobei, wenn... Mache ich das weg? Ich meine, es muss ja nicht unbedingt sein. Mache ich das hier weg? Mache ich hier einfach zu? Wisst ihr was? Ich mache das hier einfach ein bisschen anders. So. Und zwar... Machen wir hier zu. Das war zwar ursprünglich nicht geplant... Aber man sieht eh nicht, was da dahinter ist, also was soll's. Jetzt brauche ich allerdings noch zwei Blöcke, um wirklich zuzumachen. Dann packen wir das hier rein und dann packen wir zwei Blöcke ins Inventar.
Das kann man schon machen. Das geht schon. Das geht schon irgendwie. Dann kann ich die hier wegmachen. Dann kann ich das hier wegmachen. So. Und das hier muss ich auch wegmachen, weil dann natürlich Wand kommt. Und hier kann ich runterziehen. Also es wird alles definitiv ein bisschen größer, weil... Vielleicht habe ich... Nee, das stimmt schon alles. Ach, wir werden sehen. Wir machen uns da jetzt keinen Kopf drauf. Wir machen keinen Kopf drauf. Wir machen uns aber auch keinen Kopf draus. Da wurde es dunkel. Hier was hin, hier was hin. Müsste ich ein bisschen Deep Slate putzeln. Wobei, wenn ich auf meine Spitzhacke Silk Touch bekomme, dann muss ich nichts putzeln. Warten wir vielleicht lieber mal ab. Auch wenn mir Glück im Moment lieber wäre, wird zwecks Kohle farmen. Aber man kann sich das ja leider nicht immer so aussuchen. So. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das hier löse. Ich lasse das jetzt mal ein bisschen unbearbeitet. Und dann schauen wir später, wie das... wie wir hinkommen. Eigentlich wäre hier eine Ender Chest hingekommen, aber ich glaube, ich mache das nicht und mache hier ein paar Drawer hin. Ja, ich mache da Drawer hin und einen Drawer-Controller, der mit einem Trichter gefüllt wird. Dann kann ich nämlich oben in einer Kiste einfach alles ablegen, was in den Keller gehört, und der sortiert das gleich hier alles rein. Da muss ich hier zwar irgendwo nochmal was verlegen, denn hier kommen dann auch ganz viele Drawer hin. Aber das gehen wir an, wenn es soweit ist. Gar nicht, wie weit ich rüber muss, wobei ich weiß es schon, weil hier Ende ist. Hier ist Ende Gelände. In dem Fall machen wir das so. Was ist hier eigentlich? Warum ist hier? Warum ist hier Ende? Achso, Okay, ja, das ist okay. Ist ja okay. Ich sage ja schon nichts mehr. Theoretisch, aber dann praktisch halt und überhaupt. Wisst ihr was? Ich glaube, ich habe... Das stimmt schon alles. Ich überlege gerade so wild hin und her, weil... weil alles ein bisschen anders ausschaut, aber wenn es fertig ist, dann ist es bestimmt alles richtig. Manchmal muss man einfach darauf vertrauen, dass man... andererseits bin ich ein Hirnwürstel, also vielleicht sollte ich mir selbst nicht zu viel vertrauen. Es kommt auch noch was hin, so. Nee, ich lasse das jetzt mal so. Ich lasse das so und hoffe, dass ich das richtig mache. Aus Gewohnheit. Immerhin habe ich das Haus schon 100.000 Mal gebaut. Ich glaube, ich kriege die Erde hier nicht mehr rein. Ja, so dachte ich mir das. Ach komm, jetzt räumen wir es richtig auf. So. Hier wird noch gebrutzelt. Aber nicht mehr lang. Also wie gesagt, das muss dann noch einmal durch den Ofen. Und dann haben wir das. Dann können wir endlich die Kühe schlachten. Einmal und dann für immer, hoffentlich. Und ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Oder ob das... Das ist der Wind hier. Hier weht voll der Wind. Also nicht bei mir in Real Life, sondern hier am Haus, oder? Ich glaube, ihr könnt das auch hören. Oh.
habe ich mir aber ein windiges Plätzchen ausgesucht. Ahahaha. Okay, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch ein paar Kisten. Wisst ihr was? So. Jetzt machen wir mal Nägel mit Köpfen und machen einen halben Stack immerhin. Dann kann ich nämlich so hier schon mal noch eine hinmachen. Da kam ein Armor Stand hin, wenn ich mich nicht ganz irre, den ich wahrscheinlich nie benutzen werde. Batz, batz, batz. Dann können wir nämlich ein paar Lebensmittel wegräumen. Alles Weizengedöns, wobei das Brot packe ich dann später. Ja. Wie viele hatte ich hier rausgesucht? Ich wollte 5. So. Und schon wieder vergessen, was ich eigentlich wollte. Ach ja, das Zeug. Das Brot kommt nachher in einen Drawer. Und ich glaube, es ist nicht verkehrt, immer ein paar Seeds so in petto zu haben. Hier kommt ein Drawer hin, den können wir uns eigentlich basteln. Lasst mich überlegen, mache ich einen Vierer? Ja, ich mache einen Vierer. 1, 2, 3, 4. Und dann so. Und dann haben wir, ach, wir haben gleich 4 Drawer. Das ist doch ganz gut. So. Und jetzt kommen nämlich die Boote in einen. Ja, ich weiß, ich habe mein eigenes Essen jetzt auch wegsortiert, das macht nichts. Dann kommen die in einen. Die kommen in die Küche. Ah, das ist so schön, wenn man beim Aufräumen anfangen kann. So. Und so. Jetzt passt auf. Kann man dann nämlich sneaken und zack, und dann hat man einen Stack. Ist das nicht schön? Was kann ich noch wegräumen? Tatsächlich, das kann ich noch wegräumen. Aber das andere bleibt erstmal hier drin. Habe ich hier noch Essen? Ja, das sind noch Seeds. Die kann ich auch wegpacken. Das und das und das und das. Oh, die Kakaobohnen können weg. Und die Kiste kann weg, weil ich die gar nicht aufmachen kann. Die Sachen hier rein. Die Kakaobohnen kommen auch erstmal hier rein. Dann kommt das hier hin. Und das kommt hier hin. Dann haben wir gleich schon wieder ein bisschen Platz. Dann packen wir das hier weiter zum Brutzeln. Die Drawer. Ich brauche die im Moment eigentlich nicht, aber wirklich wegpacken ist schwierig gerade. Okay, Kisten. Unten möchte ich Spruce Draw haben. Und zwar mache ich da lauter Vierer. Ich finde zwar die Icons dann ein bisschen klein. Dafür hat man halt dann so richtig viel Platz, die Sachen wegzuräumen. Ah ja, komm. So, passiert. Und, verstehe ich. Es ist halt kein Platz mehr hier. Jetzt zeige ich euch noch schnell, wie man eine Soul Char macht. Das müssen wir dann nur ein paar Mal machen. Ich hoffe, dass man das Glas so macht. Achso, dann habe ich ein Glas. Wow. Okay. Das war ein bisschen antiklimaktisch. Schnell schlafen. Das ist das Wichtigste. Das muss jetzt erstmal gemacht sein. Ja. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Da unten wird gerade geredet. Also unter mir. Schaut euch die Kühe an. Da hinten brennt ein Nachbar. Hallo. Hier. 1, 2, Werk 1. Nee, ich hatte dazu. Hm.
Ich überlege gerade, ob ich hier ein paar Kisten hinmache. Wand, Kiste, Kiste, Wand. Dann kommen hier noch Drawer hin. Die Kisten deswegen, weil die ganzen Dekosachen und so, wenn ich dafür alles Drawer habe, da werde ich ja kirre. Nee, das will ich nicht. Bis ich den Drawer-Controller habe, wird es noch etwas dauern. Deshalb werde ich jetzt manuell mit dem Einräumen anfangen. Wisst ihr was? Während da oben noch gebrutzelt wird, während da oben noch gebrutzelt wird, räume ich schon mal ein bisschen ein. Zum Beispiel den Stein. So, okay. Inventar ist schon voll. Ah, die Kiste lasse ich jetzt mal da. So. Und zwar, ich habe da nämlich ein System. Ich meine, das sage ich immer und dann. Da kommt Kobbel hin. Da kommt das erstmal hin. Oh. Ja. Ja, ich erinnere mich. Der Stein kommt als nächstes, weil zuerst Kobbel, dann Cleanstone, dann Stone Bricks. Sind das? Ah, das waren noch Bricks. Okay. Dann würde ich tatsächlich hier verschiedene Stone Bricks machen. Und schon habe ich es mir wieder anders überlegt. Ich mache das Holz. Hirnwürstel setzt wieder ein. Ich mache das so. Und dann mache ich den Bruchstein Tiefenschiefer, heißt es, glaube ich, da rein. Dann kommt hier der Clean, also der normale, nicht der Bruchstein rein. Dann kommen hier die Tiles rein. Das ist eine Möglichkeit. Schauen wir schnell, ob das schon durchgebrutzelt ist. Denn wenn das durch ist, werde ich ein bisschen Tiefenschiefer, so Deep Slate, durchjagen. Tuff, Gravel, ja, Sand. Soulsand kommt dann nicht hin. Das kann ich mitnehmen. Obsidian, Crying Obsidian, ja. Okay. Damit ich den Boden machen kann, der wird nämlich aus Deep Slate, nicht aus Cobbled. So, dann würde hier Gras reinkommen. Dann kommt hier Kies, grobe Erde, Myzel, Podzol und so rein. Was habe ich hier? Tuff. Tuff packe ich mal hier hin. Dann wird da als nächstes dann Kalzit oder Basalt, Kalzit und Amethyst hier reinkommen. Ja, es hat, ja. Dann würde ich das hier oben reinmachen. Das gibt den Block dann hier rein. Das Gebrannte hier, dann die. Ihr wisst schon. Ihr wisst schon. Und das hier. Mache ich das hier daneben? Ja, mache ich daneben. Daneben. So, das ist noch der Deep Slate. Dann haben wir Sand. Sand, Sandstein, Glas, Glasscheiben. Obsidian. Obsidian braucht es eigentlich nicht hier unten. Ich mache das hier trotzdem mal rein. Dann ist aufgeräumt. Was haben wir hier? Stone Brick Stairs. Die kann ich hier reinmachen, weil ich den Platz noch habe und wahrscheinlich auch haben werde später. Ich sollte hier zumachen. Das schaut doch nicht aus. Hier ist fast leer. So und so. Na, so ist es fein. Ich mache die Kiste erstmal hin, nur damit da mir nichts mehr reinrennen kann. Und dann machen wir das Holz hier drüben hin. Ja, Ich meine, es ist ja schön, dass ich so viel habe, dass es nicht reinpasst. Und ich werde die ganz bestimmt erweitern. Nur halt nicht jetzt. So, und Moment. Ich müsste mal so einen Schlüssel dann hierfür auch machen. Ja, doch, doch, machen wir jetzt erstmal so. Machen wir das so? Ja, wir machen das so. Wir machen das. Ha.
Wollte hier die Mauer runterziehen? Ich glaube schon, oder? Na. Mann. Ach, ich mache da jetzt einfach im Moment nichts und schaue mir das später nochmal an. So, Problem gelöst. Zukunftsterry wird sich schon drum kümmern. Wo kommt ihr denn hier? Schaut euch die Sauerei an. Ich meine, so viel Sauerei war es gar nicht, aber. So, und naja, ich bin schon ganz. Dieser blöde Mistkerl! Der blöde Creeper! Die scheinen hier irgendwo noch spawnen zu können. Wahrscheinlich hier unten und dann creept er seinen Weg hier hoch. Das werden wir aber zu unterbinden wissen. Jo, hier müsste es durchgebrochen. Immer noch nicht. Jetzt jalla jalla. Ich brauche, wisst ihr, was ich da brauche? Ich brauche da eine Werkbank in der Küche. Das geht sonst nicht. Ich muss ja in der Küche irgendwie arbeiten können. So. Und reicht das? Das reicht, oder? Das reicht nicht. Ja, es reicht irgendwie. Und jetzt müsste das so funktionieren. Jawohl. Okay, die drei noch, die werden ja dann hoffentlich bald fertig. Und dann, wie viel hat der eigentlich? Wie viel Haltbarkeit sehe ich noch nicht? Jetzt ist die Frage, ob der genug Wumms hat, dass ich eine Kuh auf Anhieb umbringe, weil wenn die mir jetzt immer da, dann davor, da, davon läuft, ja, genau so, dann haben wir das. Das wird ja nichts. Und da sammelt sich jetzt langsam die Seelen sammeln sich in den Fläschchen. Wie schaut es mit Leder aus? 13, ja. Ich brauche 3x18, wie viel das jetzt auch immer ist. Bisschen leveln kann ich dadurch auch noch. Leute, ihr müsst daran denken, ihr könnt eh nicht wirklich. Ihr seid ja alle nicht gesund, ihr seid ja alle in Zucht. Ja, irgendwelche Ausreden brauche ich doch. So, wie sieht's aus? Voll, 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 voll. Und dann hole ich mir erst noch. Dann hole ich mir erst noch die letzte Soul Char. Oh, es ist so schön, wenn der Schmerz nachlässt. Okay. Das reicht. Hoppala. So. Und so. Dann machen wir die noch voll und dann sind wir durch mit den Kühen. Dann brauche ich noch. Oh, ich brauche noch Gold, glaube ich. Brauche ich Gold? Ich weiß nicht, ob, doch, ich brauche ein bisschen Gold. Und roten Teppich. Schau, die habe ich nämlich nicht richtig erwischt. Und dann muss ich mir so ein Infusion-Altar oder wie das heißt, bauen. Dann baue ich meine Kühe auf Pflanzenbasis an. Ja, genau das wollte ich nicht. So, eigentlich 60. Vielleicht hätte ich gar nicht so viele Kühe gebraucht, aber es ist jetzt, wie es ist. Nur mein eines Hühnchen darf ich nicht erwischen. Sonst kriege ich keine Eier mehr. Oh, und Fleisch haben wir auch ganz schön viel. Sehr schön, sehr schön. Da geht schon was. Jetzt packen wir den hier ein. So. Ja, ich packe das jetzt erstmal lieber weg. Gut. Essen wegpacken. Essenz wegpacken. Bücher craften. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Brauche ich so viele? Ach komm. Ja, jetzt habe ich so viele. Und dann brauche ich ganz viel Holz. Ich weiß zwar nicht, wie viel Holz, aber ich brauche viel Holz.
Habe ich Slabs? Dann mache ich auch gleich einen Lektern, ein Lesepult. Habe ich nicht. Ach Quatsch, ich will es ja eh runterräumen. Komm, wir nehmen die ganze Geschichte mit nach unten, wo ich ja auch gleich noch zwei Crafting Tables brauche. Ich brauche zwar eigentlich nicht zwei, aber ich brauche zwei. Ah ja, ja. Egal. Egal, es ist jetzt wie es ist. So. Den machte man, glaube ich, so, oder? Yay, also so schön. Das ist so schön, wenn es funktioniert. Mist. Mist. Oh, wenn es nicht so viel Holz kosten würde. Ich könnte mir das auch sparen und bei den Büchern dann halt auf oh, Wortfindungsschwierigkeiten. 1, 2, 3, 4. Das Buch brauche ich jetzt eh. Das Buch brauche ich jetzt eh hier für den Enchanting Table, merke ich gerade. Ich glaube, ich will ins Haus, weil es dunkel ist. Dann brauche ich zwei Dias. Ah, wie schön, wie schön. Hatte ich nicht? Hatte ich nicht irgendwo ein Buch? Hält es in der Hand? Hallo Elfchen! Hallo Momo! Geschlafen und Lapis brauche ich unten. Ich habe kein Lapis. Das ist ja jetzt blöd. Das ist jetzt ja so richtig, richtig blöd ist das. Ich habe kein Lapis. Wie ist denn das passiert? Ich schaue mir trotzdem an, was es mir anbietet. Smite, ah. Nein, Smite möchte ich nicht. Und hier? Efficiency. Efficiency ist natürlich nicht verkehrt. Auf der anderen Seite hätte ich halt gerne erstmal mit Sicherheit Glück oder. Eigentlich brauche ich Glück auf meiner Spitzhacke. Ich renne hier vor dem Inventar rum. Und ich würde sagen, wir packen jetzt die Sachen einfach mal, nein, unten rein. Und dann gehe ich in die Höhle und hole mir ein bisschen Lapis, damit wir zaubern können. Das war jetzt Schwarzeichenholz, jawohl. Das kommt hier rein. Die Blanks kommen hier rein. Die Slabs kommen hier rein. Hier hatte ich noch viel mehr Holz. Nee. Die brauche ich eigentlich erst später. Die packe ich mal in meinen Rucksack, damit, wenn ich es verliere, dann auch wirklich alles weg ist. Jetzt passt mal auf. Ich mache das so, wie ich es immer löse für den Anfang. Ich nehme hier zwei Klappen. Dann brauche ich noch zwei Planks. Ich hab's gleich, ich hab's gleich. Ich weiß, das sage ich immer, aber ich hab's ja meistens dann auch irgendwann. Ich möchte natürlich nicht, dass mir der Villager davonläuft. Also machen wir das. So, ja. So. Ja, jetzt gucken sie blöd, ne? Nee, das darf ich noch nicht machen. Oh, und nu? Lass mich rein! Lass mich rein! Hallo! Sehr dämliches Vieh. Lass mich rein! Geh! Kusch! Kusch! Geh rein! Hallo, ich will da. Hallo? Villager sagt nein. Kann ich den Lektern an dir vorbei nach drin stellen? Ja, kann ich. Gehst du jetzt rein? Zum. Nope. Jetzt hätte. Ich hab schon gesehen, dass er jetzt Mending hat und ich nichts zum Tauschen habe und das Mending nicht einlocken kann. Gehen Sie bitte. Dankeschön. So. Und hier. Ne? Warum? Sie stehen im Weg, glaube ich. So, dann packen wir das hier weg. Oh.
Nein. Ich, ja, Entschuldigung. Ich kann auch mal einen Fehler machen. Schau mich nicht so verachtend an. Wer ist denn der, der hier im Kabuff lebt? Du. Okay, die Tür kann ich wegräumen. Die habe ich selbst dann wegräumen. Ich kann die Kisten oben eigentlich alle schon mal ein bisschen wegräumen, weil ich die jetzt... Es macht ja keinen Sinn, ein paar Kisten hier und ein paar Kisten da. Ich packe die jetzt alle in den Keller. Ja. Dann ist aufgeräumt. Dann brauche ich im Keller noch Treppen. Das darf ich nicht vergessen, weil sonst kann ich die obere Kiste nicht aufmachen. So. Ja, genau so machen wir das nicht. Und ganz genau zielen und Feuer. So, dann sollte man die obere auch aufmachen können. Sehr schön. Jetzt wäre es natürlich am allerschönsten, das will ich noch wegbrutzeln. Am allerschönsten wäre es natürlich, wenn das jetzt alles schon fertig wäre. Nein, ich habe schon wieder vergessen, was ich erzählen wollte. Aber es wäre sehr schön gewesen. Wie viele haben wir da drin? So dachte ich mir das. So. Also man sieht das dann nicht mehr. Oder? Kann man machen. Da kommt unten theoretisch Steinzeug hin, das ich noch nicht wegbringe. Da habe ich jetzt noch nichts, aber da kommt bestimmt noch was. Dann kommen hier die Holzsachen hin. Das will ich noch wegpacken, aber das und das, das kann ich wegpacken. Aber die Drawer kommen hier rein. Soul Sand gehört da gar nicht hin. Das Spruce Wood gehört dahin. Theoretisch kann ich... Nee, das packe ich in den Drawer. Das geht schon. Das packe ich hier rein. Und das gehört dahin. Und die gehören hier hin. Und dann muss ich nur den Soul Sand... Der Soul Sand landet jetzt erstmal hier. Gut. Ich habe gemeint, ich kann ja dann mal in einer Nichtaufnahme aufräumen. Aber auch da wurde gesagt, nee, machen wir nicht. Das ist eigentlich meine Krabbelkiste. Das wäre die Krabbelkiste geworden. Was gehe ich hier hin? Da, 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 da. Die Edelsteine möchte ich eigentlich gar nicht unten im Keller haben. Aber zum Einsortieren ist es natürlich sehr viel angenehmer, wenn die unten in einem Drawer sind, wo sie automatisch reinsortiert werden. Muss ich noch überlegen. Netherkram kommt jetzt mal hier hin. So, das hier ist Netherkram. Und das kommt hier hin. Kommt das hier hin? Kommt das hier hin oder kommt das hier nicht hin? Ich hätte gesagt, wir machen hier dann das Gold hin. Da würden dann Goldnuggets hinkommen. Dann würde das Eisen da runterkommen. Und dann fehlen mir hier Drawer, deshalb packe ich es doch einfach irgendwo rein. Dann habe ich gesagt, dass hier Glas hinkommt. Hier kommen die Scheiben hin. Habe ich da noch Brennstoff? Nein. Sonst hätte ich den Cobble Deep Slate eben durch meinen Autoofen gejagt. Aber nö. Das reicht hier gerade noch. Ach komm. Passiert. Okay. Ich möchte da ja mit den Essenzen eine richtige Farm beginnen. Das heißt, dass das, dass die eigentlich dann zur Farm in den Drawer kommen und nicht in den Keller. Weiß ich alles noch nicht. Das kommt hier hin und da kommen dann die Nuggets hin und dann haben wir hier ein System und das ist alles schön. Kommt, lasst uns aufräumen.
Das ist ja dann eigentlich Krabbelzeug. Dann machen wir das Krabbelzeug ganz kurz mal alles hier rein. Kann ich das hier schon mal wegpacken? Ja? Es ist so schön, wenn langsam alles kommt. Die ist, glaube ich, eh leer. Hui. Da. Die Blumen würden eigentlich dann oben in Dekokisten kommen. Ich habe gerade gesehen, ich habe dieses Cotron oder wie auch immer das heißt, Ohr. Das heißt, ich habe die Weeping Angels doch drin. Ich habe mich nämlich heute schon mal gefragt, habe ich die jetzt drin? Hatte ich die rausgenommen für die Aufnahme? Ich habe sie nicht rausgenommen. So, Holz. Neter. So, jetzt fehlt hier nur noch ein hübscher Boden und hier fehlen dann die Neterwarzen, die ich natürlich noch nicht habe. Aber Soul Sand hätte ich. Und hier so. 4, 2. 4, 2. Soul Sand. Dann würden da Klappen hinkommen, die sind aber noch nicht sehr wichtig. Gut. Es wird langsam. Ich bin ja so froh. Da dieses Kontron heißt das. Kontron, oh, alles klar. Ich hatte ein Enchanting Table. Nein, bin ich eigentlich von allen guten Geistern verlassen? Ich brauche im Leben keine zwei Enchanting Tables. Nö. Jan Würstel. Ich bin deppert. Ma. So, das kommt jetzt mal hier hin. Das kann ich unten wo wegbringen. Die Chains brauche ich später. Ich meine, es ist jetzt so. Wenn ich irgendwann mal eventuell den Twilight Forest drin habe, dann kann ich ein Decrafting-Table machen. Uncrafting-Table. Dann könnte ich mir die Sachen wiederholen. Aber wenn ich so weit bin, dann kommt es mir auf die 4 Obsidian, das Buch und die 2 Dias auch nicht mehr an. Das kann ich noch runtertragen. Das kommt auf jeden Fall in den Keller. Ich glaube, ich packe das erstmal alles in den Keller. Die kommen in eine Kiste. Ich brauche nicht unbedingt Drawer dafür. Ja. Vorher wird geschlafen. Lasst mich noch ein bisschen überlegen. Also das mit dem Enchanting Table, da war das war ja wieder sehr glorreich, das Hirnwürstel. Das ist ja. Jetzt kommen die mal so lange hier rein. Da sind sie ja gut aufgehoben. Und die hätte ich dann tatsächlich tätteln. Nee, ich will da, ich glaube, ich möchte da mehr Draw haben. So. 5. Und so. Und dann machen wir das so. Und dann haben wir Draw. Yay. Zack. Ich schätze, dass der hier weg muss, weil da der Controller dann später hinkommt. Aber das weiß ich nicht. Ich brauche ihn ja jetzt erstmal nicht befüllen. Kupferohr kommt hier hin. Und das machen wir hier hin. Und die machen wir da hin. Und so. Eigentlich sollte ich die gleich weiterverwenden und nicht warten und horten, sondern einfach gleich weiter verwerten. Denn das ist wie totes Kapital. Das bringt mir da nichts in der Kiste. Ich könnte ein Feld machen. Ich könnte versuchen, ein Powerfeld zu machen. Dazu brauche ich 4 davon. Na, ich habe noch keine 4, 6. Ne, dauert noch ein bisschen. So ein Powerfeld hat halt dann den Vorteil, dass eventuell ein Samen rauskommt. Und, ach ja. Was ist eigentlich als nächstes geplant? Ich habe jetzt so viel erledigt bekommen, dass ich gar nicht mehr weiß, was jetzt eigentlich noch ansteht. Ich meine, ich könnte das Haus weiterbauen. So. Schipper. Hier eins. Da muss ich hier schon mal nicht mehr drüber springen. So. Und vor die Kisten, damit ich da nicht immer hochhüpfen muss. Jetzt passt auf. Die letzte Reihe mache ich nicht, weil ich da noch was verstecken will. Also ich will es nicht wirklich verstecken, aber es ist dann halt
aus dem Blickfeld heraus. So. Das hat jetzt nicht viel gebracht, aber ich kann mal schauen, ob beim Cape ein bisschen was passiert ist. Ich befürchte, dass das so einfach nicht wirklich zielführend ist. Ich könnte jetzt natürlich einfach weiter pflanzen und dann schauen wir mal, wie viel ich da. Eigentlich müsste ich jetzt ein Stack rauskriegen, oder? Weil ich einen Stack angepflanzt habe und das ist jetzt eins hochgewachsen. Das heißt, es müsste sich verdoppeln. Oder sehe ich das falsch? Scheinbar sehe ich das falsch. Ah, schön. Ja, dann. Ich muss gestehen zu sagen, ich mache das dann einfach alles in der Nichtaufnahme. Fühlt sich ein bisschen nach Cheaten an. Andererseits müsst ihr einfach dann nur nicht sehen, wie ich hier darauf warte, dass das Geld wächst. So. Das ist keine Lösung. Das ist auf gar keinen Fall eine Dauerlösung. Auf gar keinen Fall. Nie nicht. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Für den Moment. Wobei, es bringt mir nicht viel, weil ich nicht genug Kelp habe, um jetzt überhaupt mit dem Brutzeln anzufangen. Und selbst wenn ich dann genug Kelp habe, also dass ich quasi einen Kelpblock habe, dass ich wirklich mal damit brutzeln könnte, bringt mir das auch noch nichts, weil ich muss einfach irgendwann an den Punkt kommen, wo quasi immer Kelp gebrutzelt wird. Ich pflanze das jetzt an. Wo quasi immer Kelp gebrutzelt wird, damit immer was nachkommt, sonst ist das noch nicht wirklich ergiebig. Und da bringt das Anpflanzen hier nichts. Aber ich will ehrlich gesagt auch nicht immer runter zum Wasser rennen müssen. Was ich machen kann, ist natürlich hier ein ganz tiefes Loch buddeln. Mit Wasser füllen und dann. Ich kann euch schon hören. Ich kann euch schon hören. Ist ja gut. Ich fange das Loch an. Und schon höre ich wieder auf mit dem Loch. Das Loch tiefer machen kann ich in der Nichtaufnahme machen. Ich glaube, das müsst ihr wirklich nicht sehen. Ich meine, das ist wirklich nur Erde wegbuddeln. Das ist doch wirklich was Langweiliges. Was ich jetzt noch machen wollte, lasst mich mal kurz überlegen, wie viel Zeit wir noch haben. Ich schau mal, ob ich auf die schnelle Lapis finde. Bild ich mir das noch ein? Ich bilde mir eigentlich, ich hatte doch Lapis gesehen gehabt, oder? Mich wundert es, dass ich noch kein Lapis habe, weil das kriegt man doch normal hinterhergeschmissen. Ich gehe jetzt mal runter ins Loch. Ich könnte das hier wegmachen. Wobei, ich habe noch genug. Nicht, dass ich jetzt meine Spitzhacke kaputt mache und dann Lapis. Das will ich nicht. Das wäre sehr hirnwürschtig von mir. Nee, das wäre, glaube ich, schon dumm. So, mehr hatte ich, glaube ich, nicht. Okay, dann brauche ich hier auch eine Treppe, die ich in Zukunft ignorieren kann. Ich weiß gar nicht, ging es da ins Loch? Ich meine, war das Loch, wo ich rein wollte? Ich frage euch, was ich machen wollte. Ja. Das war das Loch. Ja. Das schon so schön ausgeleuchtet ist. Den Strip Mining Gang. Ich bilde mir ein, ich hatte in irgendeinem Strip Mining Gang Lapis gesehen. Oder gibt es das so tief vielleicht gar nicht mehr? Wir werden sehen. Hui. Da ist nochmal dieses Kontron-Ohr. Ich glaube, dass ich das gar nicht brauche. Ich habe in der Testwelt, die nicht mehr zum Testen ist, zwar schon Weeping Angels gesehen, aber noch nie irgendwie im Untergrund, dass sie näher kommen, sondern immer nur diese im Schnee verstecken, die sich nicht bewegen. Das reicht allerdings schon. Also das ist auch schon doof genug. Wow. Also das ist hier nicht Terry-sicher gemacht. Und ich will hier nirgendwo Lapis gesehen.
Hier. Achso, da habe ich gesagt, das will ich mit Glück abbauen. Hm. Ich habe nur gerade die Dias gesehen und habe mir gedacht, warum habe ich die denn nicht abgebaut? Das ist doch. Warum habe ich hier nicht weiter gebuddelt? Man weiß es nicht. Oh, jetzt wird's dunkel. Jetzt wird es aber sehr dunkel hier drin. Das erinnert mich an die letzte Aufnahme in der 1.16, wo ich mir den Tunnel durch die Alpen gebohrt habe. Ich muss gestehen, ich habe das selber ein paar Mal angeschaut. Ich fand das so lustig, wie sich meine Stimme anhört, wenn das auf schnell ist. Dieses quäkende, quiekende. Das war die Folge 40. Für alle, die jetzt nur die neuen Folgen kennen. Schaut euch die alten auch an. Ja, nun. Ich glaube, dass es Lapis so weit unten nicht mehr gab. Die Erze sind jetzt so komplett anders verteilt. Aber wo kriege ich jetzt auf die schnelle Lapis her? Ich wollte gerade sagen, ich kann ja mal eben in Just Enough Items schauen. Nein, kann ich eben nicht. Haha. Ich habe doch schon wieder auf Peaceful, oder? Nein, nein, nein. Ich habe Monster gesehen. Was ist denn das? Da kommen keine Silberfischchen raus, aber die sollten rauskommen. Also, nee, stimmt. Warum kommen die da nicht raus? Das ist ja sehr verdächtig. Das finde ich sehr verdächtig. Das finde ich überhaupt nicht gut. Was ich noch machen möchte, ist auf Ebene 30 eine Bahnstrecke anfangen. Das hört sich jetzt an wie Bahnstrecke. Ja, ja. Passt auf. Ich laufe hier mal eben. Da ist nichts mehr. Da kommt auch nichts mehr. Auf Ebene 30 sollte es mir möglich sein, Drachenhöhlen, Mutterdrachenhöhlen zu finden. Ich meine, es kann auch ein Papadrache sein, aber finden möchte ich die Mama. Und Bahnstrecke, weil wenn das ein sehr, sehr weiter Tunnel ist. Ich meine, das ist alles für Zukunftsterry. Möchte ich mit Glück abbauen, ne? Möchte ich eigentlich mit Glück abbauen? Warum könnt ihr kein... Nein, ihr sollt Dia sein. Warum könnt ihr kein Lapis sein? Ich brauche das Gold eh irgendwann. Aber ich muss mir das, glaube ich, markieren, dass ich hier unbedingt nochmal reinschauen muss, denn ich sehe die Dias von hier aus nicht. Und Hirnwürstel und so. Das, so. Da war nichts. Da kam Lava. Da kam auch Lava. Da. Ich habe hier mehr Dias, als mir bewusst war. Jetzt schaue ich mal hier, ob ich... Es könnte sein, dass ich nämlich irgendwo Lapis gefunden habe und es nicht mitgenommen habe, weil ich dachte, ich habe schon so viel. Nee, da ist Redstone. Redstone brauche ich auch. Das ist ja, dass ich kein Lapis habe, das geht mir gerade nicht in den Kopf. Und dass ich hier scheinbar auch nichts finde. Ich glaube, ich muss doch mal auf Ebene... Wobei Ebene 30 ist wahrscheinlich fast zu hoch für Lapis. Ich schaue mal fürs nächste Mal nach, in welcher Höhe Lapis generiert wird. Wobei, eigentlich war Lapis immer was mit Dias ganz unten generiert. Ach komm. Ich habe jetzt überlegt, ob ich warte, bis ich Glück habe, aber Redstone kriegt mir ja auch hinterher geschmissen. Okay, Lapis, Lapis. Weißt du was? Ich buddel mich mal noch ein bisschen in die Richtung. In der Hoffnung, dass da Lapis kommt.
Wenn da jetzt schon Mending drauf wäre, dann würde meine Spitzhacke sich so schön reparieren. Naja. So kriege ich noch ein paar Level zusammen. Das ist ja auch gut. Kann ich ein bisschen mehr verzaubern. Jetzt kann ich schon 3 Sachen verzaubern. Das wäre dann Schaufel, Axt und Spitzhacke. Weil ich meine Schwert so selten benutze, dass ich das, dass ich da noch kein Mending drauf brauche. Und wenn alle Stricke reißen, kann ich ja immer noch mit der Axt angreifen. So. Da sind nochmal Prosperity Ores. Die brauche ich im Moment auch nicht so dringend. Die könnte ich auf jeden Fall mit Glück abbauen. Aber bin ich denn wirklich... Komm schon, gib mir Lapis. Nur 9 Stück. Vielleicht ein bisschen mehr. Sagen wir 12. Na komm schon. Sei ein liebes Spiel. No, gib mir Lapis. Ich bin total begeistert davon, dass du mir Dias gibst. Bitte weiter so. Und Lapis. Ich habe nur noch eine Fackel. Das erinnert mich, dass ich krieg so die Flashbacks. Komm schon, gib mir Lava, sei ein liebes Spiel. Bitte, 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 bitte. Ich weiß, es ist nicht sonderlich interessant. Ich könnte das mal wieder in der Nichtaufnahme machen, aber dann kriege ich wieder geschimpft, dass ich alles in der Nichtaufnahme machen will. Meine kostbaren, meine kostbare Kohle nutze ich jetzt hierfür. Das ist eigentlich auch nicht so geplant gewesen. Ich meine, dafür sind sie da. Dafür habe ich die Kohle im Rucksack drin, aber trotzdem. Egal. Oh, ich gehe immer erst auf den Kies, wenn ich alles abgebaut habe. Nicht, dass der auf einmal runterrieselt und ich dann mit dem Kies zusammen in Lava falle. Alles schon passiert. Alles schon passiert. Wenigstens bekomme ich ein bisschen Deep Slate gefarmt. Ist ja auch schon was. Schade. Ist ja ein bisschen... Also ich finde die 1.18 schon klasse mit der neuen Landschaftsgenerierung und den Höhlen und alles. Schade ist ein bisschen, dass ich die Mods nicht auf der 1.19 habe. Sollten die alle irgendwann auf der 1.19 sein, würde ich die Welt tatsächlich rüberholen auf die 1.19. Dann können wir ins Deep Dark und den Warden machen. Nee, den macht keiner. Also den machen viele, aber wozu? Er droppt ja nichts. Und ja, ich weiß, ich könnte jetzt natürlich Mods reinmachen, damit er doch was droppt, aber... Er ist genau dafür da, dass er einfach nur nervig ist. Dass man ihn nicht da haben will. Also das mit dem Kies finde ich jetzt gerade nicht schön. Brauche ich Kies für irgendwas? Okay. Ich glaube, da schaue ich mal hoch, aber es sieht mir sehr nach Lava aus. Haha, und genau aus dem Grund habe ich den Block nicht abgebaut. Schön. Ich meine, ich hätte das jetzt alles mit Glück machen können. Naja, was soll's. Mhm. So. Jetzt pass mal auf, ich leuchte hier ein bisschen aus. Und das ist ja, das war jetzt, irgendwie war das jetzt nicht sehr aufregend. Aber wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt Folgendes. Ach komm. Ja, warum nicht? Warum nicht?
nehmen wir die Edelsteine doch einfach mal mit. So, was ich eigentlich machen wollte, ist das hier und schlupp. Und dann nehme ich die Lava zum Brutzeln mit. Und dann gehe ich zurück und verrichte da Dinge, kann nicht verzaubern, weil ich kein Lapis habe. Aber immerhin kann ich jetzt was wegbrutzeln mit dem Ding. Und da werde ich Deep Slate wegbrutzeln, damit ich den Boden im Keller fertig machen kann. Dann sollte ich da Türen reinmachen. Die Türen sollte ich vielleicht sofort reinmachen. Und Zukunfts-Terry muss dann ganz dringend Lapis suchen gehen. Hilft ja nichts. Dass ich kein Lapis habe. Ich habe das irgendwie noch nicht verarbeitet, weil ich dachte für einen Moment, ich wäre da irgendwo vorbeigelaufen an irgendwelchen Erzen. Also bin ich bestimmt, aber hier war auch nirgendwo Lapis, oder? Ich muss nachschauen, in welcher Höhe der generiert wird. Der Lapis. Das Lapis? Und dann muss ich mal ganz gezielt farmen gehen. Ich glaube, ich war noch nie so erfolglos beim Lapis-Farmen. Oh, dann wird es gerade morgen, oder? Oder wird es gerade Nacht? Wenn es gerade morgen wird, bis ich oben bin, ist wahrscheinlich hell genug, dass ich keine Monster habe, oder? Oder wird das Nacht? Ich glaube, es wird morgen. Ja, es wird heller. Gut. Schepper, hüpf, Schepper, hüpf, Schepper, hüpf. Geschafft. In meiner Probe, in meiner Testwelt, die kein Test mehr ist, bin ich schon sehr, sehr, sehr Endgame-mäßig unterwegs. Also super Brustplatte, wie gesagt, ich kann fliegen. Und dachte mir, ja, wenn du dich ganz weit oben irgendwo in der Luft über Meer hinstellst, dann kannst du AFK gehen. Bin AFK gegangen, kam wieder. Und da hat mich Phantome erledigt. Und das Problem ist, also ich kann mir den Todesort ja anzeigen lassen. Das kann ich hier nicht, weil ich noch nicht gestorben bin. Ich bin doch schon gestorben, oder? Jedenfalls war dieser Todespunkt halt in der Luft, weil ich ja in der Luft gestorben bin. Also habe ich... Ich war halt über dem Deep Ocean irgendwo in der Luft gestorben. Und da, wo ich gestorben bin, ich weiß, dass da unter mir ein Sea Serpent war. Und auch wenn ich schon echt gut drauf war, so rüstungsmäßig, wollte ich den Sea Serpent aber nicht machen, weil ich ja meine gute Rüstung in meiner Leiche hatte. Und bin einfach nur losgelaufen, habe gedacht, ich finde da schon hin. Also hingefunden habe ich. Das Problem war, ich hatte ja nichts dabei. Keine Schaufel, kein nichts. Das heißt, ich wollte mich dann hinstecken, weil, wie gesagt, Sea Serpent wollte ich nicht machen. Das war so ein Trauerspiel, sagt euch. Da habe ich mit der Hand Erde und Holz gesammelt, um mich da hinstecken zu können. Und dann habe ich mich irgendwie 300 oder 400 Blöcke weit da hingesteckt, um oben festzustellen, die Leiche ist runtergefallen, die ist unten im Meer. Oh. Ich meine, runter kam ich dann schnell. Und das Sea Serpent war zum Glück dann auch nicht da, aber muss keine Wiederholung haben. So. Ja, ich denke, dass wir jetzt schon über einer Stunde sind. Deshalb hören wir an dieser Stelle auf und sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.